Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchkau. Und einer erstmal relativ schlechten Neuigkeit. Ich konnte leider das letzte Spiel in der Champions League nicht aufnehmen. Das haben wir aber 4:1 gewonnen gehabt. Und damit sind wir in der Champions League über die Gruppenphase hinausgekommen und sind jetzt in der K.O.-Phase. Das bedeutet natürlich, dass wir da eine ganze Menge Möglichkeiten haben, unser Transferbudget aufzubessern. Das ist auch schon passiert. Heißt also, wir haben ja ein wenig Aufstockung bekommen von 11 Millionen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich viel. Und es bleibt abzuwarten, wie dann das Ganze vonstatten geht. Wir schauen jetzt erstmal, wie wir dann gegen den nächsten Gegner, es müsste Darmstadt sein, uns schlagen. Wir sind, nee, eigentlich müssten wir ja das Auswärtstrikot, aber das ist auch doof. Nehmen wir das dritte Trikot und die können in ihrem Heimtrikot bleiben. Ist ja kein Problem. Wir sind da ja flexibel. Ja, gut, Stocker hast du gut gemacht. Ja, läuft. Freistöße sind nicht so meine Spezialität. Ups, bisschen schnell weggedrückt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich kein Thumbnail mehr hin. Sei es drum. Los geht's, wir spielen gegen Darmstadt und die sollten eigentlich zumindest auf dem Papier kein so schwieriger Gegner werden, dass wir hinterher weinend verzweifelt nicht mehr wissen, was wir tun. Aber die können sticheln. Also, wie man jetzt gerade sieht, erste Chance gehörte Darmstadt und das war auch keine allzu schlechte. Jetzt haben wir so lange gekämpft, bis der Ball uns gehörte. Das war gar nicht mal so schlecht. Darida. Jetzt haben wir auf der gegenüberliegenden Seite auch mal gezeigt, dass wir ja auch durchaus was können. Und Brooks kam da gefährlich ran an den Ball. Ah, Kraft rettet wieder. Also ein ziemlich offener Schlagabtausch hier in den ersten Minuten. Oh, den haben wir sogar noch so bekommen, dass der nicht ins Ausgegangen ist. Ist natürlich krass. Ach komm. Deswegen willst du mir jetzt eine gelbe Karte geben, weil ich den ein bisschen beiseite gedrängt habe. Eieieiei, der ist ja hier mal. Ach, der hat sich auch gleich verletzt. Ja, Weichei. Ich wollte ihn vorbeilegen. Es hat, wie man sieht, wunderbar funktioniert. Auch das hat wunderbar funktioniert, wie man gesehen hat. Oh, ey, was ist denn hier los? Die Chancen sind hier ziemlich hochkarätig. Meiner Meinung nach. Gut reagiert von Kraft. Habe ich schon gesehen, dass der aufs Tor kommen wird. Das war, glaube ich, ein Torschuss, der nicht ganz so in die Richtung ging, wie eigentlich gedacht. Oh, jetzt kriegen wir auch mal einen Freistoß. Ist ja auch mal schön.
Ja. Alles noch so ein bisschen brotlose Kunst gerade. Ja, und Regesell. Ja, das ist halt der Rechtsverteidiger. Der hat nun mal keinen Schusswert, der besonders krass wäre. Darida hat das gut gemacht. Darida hat das dann aber wiederum nicht so gut gemacht, dass man daraus was machen konnte. Mal ein bisschen Ruhe reinbringen hier auch. Das ist ja hier schon alles ein bisschen hektisch. Ja, das ist mein Klärverhalten ist wieder überragend. Man muss lernen, den Ball relativ schnell rauszufischen. Schieber! Oh, jawohl. Da konnten wir mal den Stich setzen. Ah, Junge, 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 ey. Da haben wir mal in die Mitte gespielt und waren an den Spielern vorbei. Das kann mit so einer Drehung zum Erfolg führen. Muss es aber nicht. Hat es jetzt eigentlich eine gelbe Karte gegeben für den Spieler da jetzt von Darmstadt oder nicht? Sieht fast nicht danach aus, ne? Da war ja einmal wegen Foul. Doch, doch, doch. Jungwirth hat die gelbe Karte bekommen. Ja, ist ja ziemlich schnell hier mit gelben Karten, hätte ich jetzt was gesagt. Genau. Ich bin dafür auch durchaus, den einfach mal rauszuschlagen, wenn es denn sinnvoll ist. Weil, bevor ich hier die ganze Zeit dastehe und mir den Gegner quasi immer den Ball schenke. Alter Falter, hier ist das aber auch ein bisschen zerfahren, habe ich so ein Gefühl. Ja, jetzt haben wir ihn geblockt. Ob das jetzt so viel gebracht hat, sei mal dahingestellt. Ja, das dürfte auch unser Ball sein. Ja, auch das ist wieder unser Ball. Ja, nee. Abseits auch. 4 Minuten Nachspielzeit, ey. Zur ersten Halbzeit schon. Da sieht man mal, wie zerfahren das Spiel auch war. Und oh, drüber. Gut, 1-0 gehen wir in die Pause. Schieber hat das Tor erzielt. Kalu ist ein bisschen platt. Tah ist ein bisschen platt. Aber da müssen die durch. Wir werden erstmal so weitermachen. Eieieiei. Da wollte ich eigentlich reinziehen. Oh. Interessant gemacht. Da kam der Ball nicht gut. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen wechseln. Auf den Bahnen. Oh. Oha, das habe ich wieder offen gelassen. Kraft hat es genutzt, um mal zu zeigen, dass er es noch kann. Hey! Alter Falter, ey.
rübergezogen. Ja, die werden mutiger. Und die laufen auch stark an. Da muss man mal gucken, wie man dagegen dann auch vorgeht. Und natürlich auch mit den Spielern mal zurückgeht. Ah. Ja, das wurde nix. Den lassen wir mal schön ins Auslaufen. Nicht, dass da einer meiner Spieler wieder hingeht und sich denkt, boah, geil. Wir werden jetzt Kalou wechseln und werden dafür Visevic springen. Tah ist echt im Arsch. Aber ich habe auch niemanden, den ich jetzt genau dafür einwechseln könnte. Wobei Lustenberger da gut reinpasst. Wobei ich, warum habe ich den Lustenberger? Hä, was habe ich denn da letztes Mal gemacht? Ja, und Schkelbrett. Natürlich nicht mit dem Schuss, den man sich dafür wünschen könnte. Ja, bin ich stehen geblieben. Wir werden mal uns ein bisschen zurückziehen. Ja, und dann habe ich ihn umgeschubst, ne? Ich habe den aber auch scheiße ausgespielt. Den Ball. Das muss man wohl mal zugeben. Und, oh, ja, doch, drinnen. Alter Falter, was war das denn? Torkamera muss eingeblendet werden. Torlinientechnik sagt, das Ding ist drin. Und von daher, puh. Alter Falter. Jetzt sieht man es hier nochmal. Abgeprallt am Torwart mit einer Reaktion, die sehr gut war. Und dann, bong, drinne. Und dann, ja, war das halt so. Nicht schlecht. 0-2. Und mit einem 0-2 müssen wir jetzt dann sehen, dass wir das auch noch verteidigen. Wir haben schon mal mit dem 0-2 gestanden. Ich erinnere mich gerne daran. Und hinterher ist es dann auch nichts geworden, also Abstoß, deswegen Kraft auch nicht hingegangen. Wir werden jetzt eben nochmal wechseln. Regisel ist echt im Popos. Da holen wir einfach Ronny für rein, was soll's. Aber bevor Regisel hier den Muskel zumacht, muss man mal gucken, wen wir dann dafür noch nehmen. So, rausgeschlagen. Ja, einfach mal raufgeschossen. Da die Spieler haben einfach nicht mehr die Kraft, um jetzt hier noch
groß durchzuspielen. Ja, auch das war jetzt nichts. Kommt jetzt hier nochmal einer rein? Das könnte ich fast gar nicht glauben. Nee, Abpfiff und damit vorbei. 2-0 gewinnen wir gegen Darmstadt, erwartungsgemäß, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil gegen Darmstadt muss man schon gewinnen. Julian Schieber, gut gespielt diesmal, muss man natürlich sagen, Vorlage gegeben und des Dingens. Aber es wird ihn nicht wahrscheinlich nicht davor bewahren, nicht vielleicht doch dann demnächst zu gehen. Damani hat schon, kann man schon gar nicht mehr groß machen. Stark bleibt. Werden wir mal noch mal ein bisschen trainieren. Ansonsten Skalatidis, der ja auch bei uns dann im defensiven Bereich eine Rolle spielen soll. Plattenhardt werden wir noch mal etwas rannehmen. Und Meschede wird auch hier mit rankommen. So, haben sich doch hier noch ein bisschen was verbessert. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Auch ein bisschen aufgestiegen. Das ist auch super praktisch. Und als nächstes geht es im Pokal gegen Wolfsburg ran. Was haben wir denn eigentlich für ein Spiel dann? Was ist denn das? Runde 3. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Runde 3 war. Ob das jetzt Viertelfinale war oder Achtelfinale. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen was zu tun. Wir gucken mal auf die Transfers. Wir haben ein Budget von 24 Millionen Euro durch die Erreichen der Endrunde im Bereich von der Champions League. Können wir natürlich ein bisschen was ausgeben. Ich freue mich drauf, dass wir bald ins Transferfenster kommen. Wir gucken mal eben ins Büro. Saison, Kalender. Und wie man sieht, kommt hier noch Mainz dran nach Wolfsburg und dann beginnt auch schon die Transferperiode, wo wir uns dann auch um Hertha BSC kümmern werden. Vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Quatschko sagt bye bye, ciao.